Meine Damen und Herren, dies ist die erste Folge, die ich mit meinem neuen Gamepad aufnehme. Also bitte, da spiele ich halt so, ne, so im Kreis rennen kann ich jetzt. Das macht Spaß. Ja. Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64. Endlich habe ich es mal geschafft, aufnehmen zu können. Ja, endlich. Das macht Spaß. Ja, ich spiele gerade mit meinem neuen Gamepad. Und so, ne? So, jetzt springen wir gegen die Wand und springen gegen die Wand und BAM! Gut so. Ja, das ist toll, das ist schön. Und was haben wir heute vor? Wir gehen heute nochmal in dieses komische Wasserlevel da, dieses Atlantis Aquaria. Oh! Oh! Ah! Atlantis Aquaria wollten wir gehen. Aber als erstes wollte ich euch die Treppe des Todes zeigen. Die Treppe auf Doom. Dazu müssen wir hier hochgehen. Und hochgehen. Also das hier ist die Treppe jetzt schon, ne? Die Treppe auf Doom. Ja, die ist ziemlich lang, wisst ihr. Okay, ich habe keine Lust mehr. What the f... Ja. Die Treppe verarscht uns. Ganz genau. Wir brauchen noch 2 Sterne, um da hinzukommen. Und so. Oh, warte. Wie kann man hier nochmal... Aha. So. Okay, wir gehen jetzt aber jetzt erstmal nach Atlantis Aquaria. Aber, und zwar hat mir jemand das Geheimnis von Atlantis Aquaria erklärt. Und so. Wie macht man nochmal den Sprung? Ach ja, genau. Ja, also ich muss erstmal hier ein bisschen klarkommen mit dem Gamepad und so. Muss erstmal gucken, wie ich das jetzt mache. Und zwar, wenn man von ganz oben halt in das Bild reinhüpft, von ganz oben aus in das Bild reinhüpft, dann ist der Wasserstand auch dementsprechend hoch halt. Probier erstmal aus! Nein, es war zu tief. Das wird nichts. Ich will nämlich zu dem Bob-Bomb kommen. Also zu Buddy die rosa Bombe. Ja. Ja, genau. Jetzt müssen wir erstmal wieder hin und... Ja. Okay. Ich glaube, ich weiß schon, wie wir da reinkommen. So, erstmal drehen. Oh, ich komme erstmal gar nicht klar mit dem Gamepad. Oh, wieder nichts geworden. Das gibt's doch nicht. Ich muss viel schneller machen. Naja, wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Ach du meine Güte, das war ja gar nichts. Gar kein Wasser, fast kein Wasser. Ja. Okay, wir werden es schon hinkriegen. Irgendwann werden wir es schon schaffen. So. Okay. Aha! Haben wir es jetzt? Mal sehen. Oh ja, extrem hoch.
glaube, wir haben's. Das Schwimmen macht jetzt sogar Spaß. Ja, ich hatte recht. Siehst du, jetzt kommt man da bestimmt auch viel leichter hoch. Bestimmt sogar mit einem normalen Dings. So, erstmal ein bisschen drehen. La 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 la. Ja, was habe ich gesagt? Hi, Buddy! Buddy? Buddy! Hallo, ich mach dich gerade zum Abschluss bereit. Irgendwie habe ich immer eine andere Stimme. Ja, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ja, blablabla, geh in die Kanone und es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir hinter das Gitter kommen. Entweder Kanone oder da irgendwie ohne Kanone hinkommen. Das Schwimmen macht jetzt richtig Bock irgendwie. Geh hoch. Geh weg. Geh hoch. Geh weg. Was denn hier? Was denn nun? Na komm. Ich weiß, du kannst es, Mario. Ja, geschafft. Und jetzt Arschbombe! Auf geht's. Da unten ist ein Loch. Ja, das habe ich schon auch schon bei den Aufnahmen herausgefunden gehabt, wo halt meine Festplatte abgeschrottet ist. Und ja, die Aufnahmen sind halt alle weg und bla. Und da weiß ich schon einige Sachen halt. Nun bin ich da nicht so, wie ich gerade hingegangen bin, hingekommen, sondern mit der Kanone halt. Und der Wasserstand war aus Zufall ganz oben. Nur aus Zufall. Ich hab's nicht vorher gewusst. So, jetzt nach da oben. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie höre ich komische Geräusche. Naja, egal. So, mal sehen, wie kommt man da jetzt runter oder hoch oder rein oder so. Ich meine, hier ist ja so ein Gitter. Ich will da rein. Was wir dann jetzt machen müssen, ist, die Münzen einsammeln. Mal sehen. Kann ich das machen? Nee, geht nicht. Ja, dann geh jetzt mal hoch. Los. Schwimm hoch. Schnapp nochmal Luft und dann geht's runter und dann machen wir im Wasserpegel ein bisschen. Bisschen runter. Wir machen den runter, den Wasserpegel. Ey, wo war der denn nochmal? Der war hier doch irgendwo. Irgendwo in der Ecke war da. Ja, genau, da ist er. Der Wasserpegelstandregler. So, jetzt noch mal ein bisschen, komm. Luft holen. Power erschleichen. Cheater sein. So, wo war noch mal? Ach, egal. Hallo. Ey. So, und in den Kisten sind meistens... ach ja. Die roten Münzen drin. So, und hier kommt man ganz einfach so hoch. Und da ist die rote Münze. Eine. Ja, komm. So. Jetzt muss ich mal gucken. Hier sind noch überall andere Dinger. Hoppa! Ach, Mist daneben. Naja, egal. Hui! 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 So, jetzt wird's schwierig. Okay. Oh.
Genau, Mario. Mach ein auf Baby und krabbel die Mauer entlang und so. Das klappt schön. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Die Musik nervt. Ich mag die nicht mehr. Die nervt irgendwie. Naja, egal. Haha, soll's. Gleich haben wir die Münze. Und ich bin irgendwie leise. Ich weiß auch nicht warum. Jetzt ist hier die Kiste. Die machen wir kaputt. Machen wir kaputt. So, auf der anderen Seite ist auch noch eine Kiste. Ups. Moment. So, sind wir wieder hier. Und verfehlen. Failen mal wieder. Gut, dann gehen wir halt so hier hoch. Bamsen! So, da drüben ist auch noch eine. Hier drin. Bam! So, auf dem Dach ist auch noch eine, das weiß ich. Da drüben ist auch noch eine gewesen. Ah, dann weiß ich, wo ich jetzt hin muss. Das war hier lang. Nein! Ja, genau da lang. Genau, Mario. Ey. Ach, egal. Wir gehen jetzt da lang. Oh. Na, warte. Haha. Puh. Ey, ich will da noch nur dran. Ha, geschafft. Okay. Nein. So, jetzt haben wir's. Hier ist nämlich so eine Stange. Ja. So, und da müssen wir jetzt rüber. Und dann ist hier so eine kleine Insel. Und ein Wasserstandregler, aber der ist jetzt egal. So, von hier aus können wir jetzt den Wasserstand hier wieder ändern. Nee, warte, der ist auch nicht egal. dann geht er wieder hier hoch. Moment mal. Müssen wir das überhaupt... müssen wir das jetzt überhaupt machen? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ach, komm schon. Du sollst da hoch. Okay. Ganz ruhig. Na, na, die Steuerung ist doch scheiße. Haha. Nein, los. Los, spring. Geht doch. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das hier alles mache. Oder habt ihr eine Ahnung, warum ich das hier mache? Ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß es nicht, bla bla bla. So, ich brauche jetzt erstmal wieder den... Wasserstandregler! Hallo? Wasserstand? Oh, falsche Richtung. Ich mag's gar nicht, wenn du so, wenn die Kamera so scheiße nahe ist wieder. So, hier geht's lang zum Wasserstandregler. Und nein, man kommt nicht in die Häuser rein, wenn der Wasserstand unten ist. Wie kommt der auf den Mist? So ein Blödsinn aber auch. So. Weiß nicht, warum ich das gemacht habe gerade mit dem Dings. Ah, jetzt müssen wir schon wieder da hoch. Aber wir schaffen das schon. Hallo. Tschüss. So, und noch einmal. Na komm. Komm, Mario, nicht die Wand abknutschen.
So, jetzt haben wir es. Wow. Okay. Am besten gehen wir erstmal auf das Dach da. Also, los geht's! So. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Das meinte ich jetzt eigentlich gar nicht, aber egal. Zack. Nein, hallo. So, so ist es gut. So, es ist fein. Nicht Mario. Andersrum. So. Meinte ich das. Nein. Oh Gott. So. Dann gucken wir mal. Da, 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 da. Da hinten ist es. Nein. Mist. Okay. Okay. Die habe ich schon, ne? Nein, die habe ich... What the fuck? Ich habe keine... Ach so, ich bin nicht mehr gewöhnt, dass ich gar keine Safe States mehr mache. Natürlich. Ganz vergessen. Also nochmal. Ey, jetzt komm schon, Mario. Ach komm. Geschafft. Au. So, ich muss irgendwie da hinkommen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ey. Ah, warte, Moment. Wandsprung, Wandsprung, Wandsprung. Versuchen wir mit dem Wandsprung. Also, und hepp. Geschafft. Wuhu. So. Erstmal die Kamera drehen und darüber jumpen. So, da haben wir den Stern. Endlich. Ah, geschafft. Sterni, Sterni! Und endlich haben wir den Ritterminzenstern. So, mal sehen, was gibt's denn hier noch so zu tun? Natürlich, da war doch noch das mit der unsichtbaren Kappe. Beachte das Zeitlimit. Ja, das ist das mit der unsichtbaren Kappe. Aber die unsichtbare Kappe haben wir noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal wieder raus hier. Und gehen... woanders hin. Ich weiß aber nicht wohin. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um. Hey, da ist noch eine Tür. Das ist doch das Level, wo man ganz groß wird und so. Pflücke die Schnapp-Piranha. Ach ja, ah ja, wir sind riesengroß und ja, eigentlich kann man hier auch riesenklein werden. Habe ich jetzt echt riesenklein gesagt? Hey du, ich will dich mal trampeln. So, und wir sollen jetzt eine Piranha pflücken. What the?